du noch 500 Meter oder 700 Meter. Also für mich schon ideal. Und morgen geht es tatsächlich direkt am Campingplatz. Ja, hallo. Herzlich willkommen hier bei mir am Schneiderechner, am Schneider-PC, am Schneider-Arbeitsplatz. Ich will mal ein kurzes Update geben. Und zwar, ich wurde gehackt. Alle Daten sind weg. Das ist das letzte Video, was ich schneiden konnte, bevor ich gehackt wurde, bevor alle Daten weg waren. Dummerweise hatte ich die Daten auch noch nicht gesichert und also es sind einen ganzen Haufen Daten verschwunden oder einen ganzen Haufen Daten weg. Eigentlich wollte ich auch noch oder war ich gerade dabei, die letzten beiden Teile vom letztjährigen Besuch bei Outdoor mit Billy zu schneiden. Und dann waren ja auch noch die letzten beiden Teile von meiner kleinen Radreise nach Dinken. Die waren auch noch offen. Die bin ich auch schon angefangen zu schneiden tatsächlich. Naja, mein Windows-Account wurde gehackt. Dementsprechend kam ich nicht mehr auf meinen Rechner drauf. Und es war so geschickt gehackt, dass, also ich habe Microsoft angeschrieben, ich habe versucht Microsoft anzurufen. Ich kam nicht mehr auf den Rechner drauf. Auf meinen Laptop kam ich noch drauf, aber trotzdem hatte ich keine Chance, das Passwort zurückzusetzen, weil derjenige, der mein Konto übernommen hat, sage ich mal so, der hat das so geschickt gemacht über so viel tausend Ecken, dass schlussendlich alle Daten immer über eine E-Mail-Adresse gegangen sind, die ich überhaupt nicht kenne, wo ich auch keinen Zugriff drauf habe. Und ja, dann habe ich versucht, eine alte Windows-Version wiederherzustellen mit einem Recovery-Stick, den ich noch hatte. Nur leider ist da dann irgendwas auch schief gelaufen, sodass da schlussendlich war dann überhaupt kein Betriebssystem mehr da drauf. Und ja, dann durfte ich alles neu installieren. Ich hatte zwar alles auf einer extra Partition, aber die Partition, die war dann auch hinüber, sodass ich tatsächlich einmal den Rechner wieder nackig machen durfte, neues Windows aufspielen durfte, sämtliche Software neu drauf machen. Ja. Wollte ich euch nur sagen, also wer jetzt erwartet, dass die Dinken-Reihe weitergeht, sie geht leider nicht weiter. Gut, also ich würde sagen, wir sehen uns dann auf einer meiner nächsten Touren. Oder bei euch auf den Kanälen. Schauen wir mal. Danke, tschüss und auf Wiedersehen.